zu verstehen, diese Formulierung Selbsttötung aus Angst vor dem Tode. Dieses Argument wird teilweise, denke ich, aktuell verwandt, um gegen ein Verbotsverfahren zu argumentieren. Ich spreche übrigens hier jetzt aus einer persönlichen politischen Wahrnehmung. Es gibt keinen Beschluss bisher meiner Fraktion, meiner Partei, der Ampelregierung. Also da gibt es noch keine geeinte Position. Dieses Argument dagegen wird ungefähr so verwandt, es ist so ein Ausdruck von Schwäche und Versagen und Scheitern der Demokratie, wenn sie nicht politisch bekämpft, sondern zu diesem letzten Halm Verbot greift. Mein Ansatz wäre, das genau umzudrehen und zu sagen, diese Form von sozusagen Selbsttötung der Demokratie aus Angst vor dem Tode wäre gerade kein Verbotsverfahren anzustreben. Deshalb so die These, die ich hier setzen müsste, es gibt, ohne das jetzt zu trivialisieren und bagatellisieren und die Einwände zu verschweigen, es gibt ja nahezu eine Verpflichtung, dieses Verfahren umfassend zu prüfen, aber auch zügig auf den Weg zu bringen. Das versuche ich zu begründen. Das eine Argument, das ist auch schon so ein Allgemeinplatz, ist politisch bekämpfen. Wird immer gesagt, wir müssen auch politisch bekämpfen und es ist klar, dass ein Verbotsverfahren nicht diverse Formen von Auseinandersetzung in allen Gesellschaftsbereichen, von Unternehmen über den Alltag, gerade im politischen Raum, also Parteien, sich selbst anzugucken und ihr Verhalten und so weiter umfasst. Gleichwohl heißt doch, wenn man es konsequent begreift, politisch bekämpfen, auch die eigene Verfassung ernst zu nehmen. Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt wäre, dass es mir auch zu kurz gegriffen scheint zu sagen, ja, das ist ja dann ein Zeichen von Schwäche und Angst und wir müssen doch stark sein. Denn was anderes als Ausweichen vor der Angst vor den Folgen eines Verbotsverfahrens ist es zu sagen, wir machen das Verbotsverfahren nicht, selbst wenn wir es eigentlich für berechtigt fänden, weil wir Angst davor haben, wie das instrumentalisiert werden könnte. Also man will einem Regime der Angst aus dem Weg gehen, indem man sich der Angst beugt. Das halte ich für keine kluge Strategie. Und auch ist es ja so, dass wir uns nicht vormachen sollen, dass das der einzige Fall wäre. Ich habe nun reichliche Erfahrungen mit der AfD in allen möglichen Kontexten und was sie betreibt, ist permanente Instrumentalisierung. Ob man nun ein Thema anspricht oder nicht anspricht. Also ist man da in so einer Art Vergeblichkeitsfalle, wenn man alles versucht zu vermeiden, was dann umgewandelt werden könnte in so ein Selbstmärtyrertum und eine Instrumentalisierung der AfD. Also halte ich auch dieses Argument nicht für triftig. Für triftig aber halte ich das Argument, was uns auch das zweite NPD-Verbotsverfahren auf den Weg gegeben hat und die aktuelle Entscheidung im Eilverfahren, Verwaltungsgericht Köln, also ganz frisch diese Woche, dass die AfD als vom Bundesverfassungsschutz als gesichert extremistisch, erwiesen rechtsextremistisch eingestuft und behandelt werden darf. Das zweite NPD-Urteil macht nämlich deutlich, dass der entscheidende Punkt der Verfassungsfeindlichkeit auch der NPD, die eindeutig und unzweifelhaft war, und die Frage der Beurteilung nicht eine solche war, ist der Staat, sind unsere Institutionen einfach nur gefährdet, sondern im Mittelpunkt steht die Menschenwürde. Also die Frage der Menschenwürde, des Rechtsstaates, der Demokratie und der Grundrechte. Und genau das findet sich jetzt auch wieder in der summarischen Prüfung, die das Verwaltungsgericht Köln gemacht hat, angesichts dieses Eilantrages von Junge Alternative und AfD im Übrigen, dass die Junge Alternative nicht als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet werden kann. Und entscheidender Punkt ist da die gerichtliche Argumentation, dass die Menschenwürde mit Füßen getreten wird aufgrund des völkischen Volksbegriffs, den die Junge Alternative anwendet. Also ethnischer Bestand in Anführungszeichen, also eindeutig ein völkisches Verständnis von Volk, das Leute ausschließt und damit auch klar sagt, sowas wie Einbürgerung darf es eigentlich nicht geben, weil wir so einen rein ethnischen, ja, völkischen Begriff von Bevölkerung haben oder auch von Rechten und auch Freiheitsrechten. Also zwei Klassenrechte, klar rassistisch, klar völkisch. Zweites Argument, auch da wichtig ist die rassistische Positionierung in Bezug auf Migrantinnen, Migranten und Geflüchtete und zusätzlich noch eine ganz starke Hetze, Hass gegen
Muslimin, Muslim und das Thema Islam, antimuslimischer Rassismus als Stichwort. Auch das hat das Gericht sehr klar deutlich gemacht und bezogen auf das Menschenwürdeprinzip. Das Dritte, was deutlich gemacht wurde, ist das Demokratieprinzip. Also, dass diese junge Alternative, die aber ja nicht zusammenhanglos ist mit der AfD, Demokratie lächerlich macht, innerhalb der Demokratie, mit Mitteln der Demokratie gegen die Demokratie arbeitet. Das ist ja das Spiel, dass sie die Bundesrepublik gleichsetzt mit der SED, DDR, sich selbst als die einzige und letzte wahre demokratische Kraft begreift und so weiter und so fort. Und noch ein Viertes wird genannt, sogenannte Kennverhältnisse zu erwiesenen Rechtsextremen, zur identitären Bewegung und Netzwerken und Kontakte. Also gute Gründe übrigens für ein Verbotsverfahren, die dieses Urteil enthält. Und ich denke, daraus kann man tatsächlich einen Ansatz und eine Begründung eines Verbotes, das ich schon früh begonnen habe zu unterstützen und nicht, also als romantische Vorstellung, dass das die Antwort aller Antworten wäre, ist, was hat es denn für Folgen, wenn man es nicht tut? Denn wenn wir die Verfassung ernst nehmen, so meine Interpretation, Artikel 21, folgt daraus geradezu, dass man den Weg aus meiner Sicht gehen muss. Dort steht ja sinngemäß, kann es hoffentlich einigermaßen wörtlich hin, dass eine Partei in ihrem Programm oder ihrem Verhalten darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Wichtig ist dieses etwas altdeutsch klingende darauf ausgehen, sondern das bedeutet letztlich, was im Juristischen heißt, Potenzialität. Also, dass eine Partei auch das Potenzial hat, an die Macht zu kommen, diesen Staat umfassend zu verwandeln, was der Grund war, dass bei der NPD im zweiten Verfahren entschieden wurde, diese Potenzialität ist nicht gegeben, diese Partei ist zu unbedeutend. Niemand kann behaupten, dass diese Möglichkeit bei der AfD nicht gegeben ist. Also ist auch schon dieser Massenerfolg und die Wahlergebnisse, der AfD-Umfrageergebnisse ein starker Grund, dass genau dieses Argument erfüllt ist und auch ein Grund, ein Verfahren anzustreben. Und eben auch diese Punkte, die ich eben nannte, Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Beeinträchtigung, auch da kein Zweifel. Und dann heißt es ja in unserer Verfassung, im Grundgesetz, nicht einfach, dann könnte man überlegen, sondern wenn das erfüllt ist, ist sie verfassungswidrig. Es ist dann zwar es wird wieder in Deutschland meistens kompliziert, es gibt dann noch Formen des Ermessens, wenn man sich das entsprechende Bundesverfassungsgerichtsgesetz anguckt, weil da überlegt wird, wer denn einen Antrag stellen kann, das wurde schon genannt. Aber nicht vergessen darf man, es ist eben dieses ist verfassungswidrig. Und ich behaupte zu sagen, wir können feststellen, dass das erfüllt ist. Dann den Antrag nicht zu stellen, wäre im Grunde so, wie wenn man einer Verpflichtung nicht nachkäme. Und man vergisst eben auch die Perspektive der Hauptbetroffenen. Denn diejenigen, die die Zielscheibe dessen sind, sind ja insbesondere diejenigen, die aufgrund der rassistischen Politik, dieser Politik von Einstufung der Menschenwürde in verschiedene Klassen und Kategorien und so weiter betroffen sind. Also sie sind ja auch weiterhin dem ausgesetzt. Schon ist aus dem Grunde, dass man eine Art Schutzverantwortung hat über die Verfassung, gegenüber denjenigen, die als Erste und dann die als Zweite und die als Dritte Opfer einer Politik der AfD an der Macht werden. Schon daraus ist gut begründbar, dass aus dieser Schutzverantwortung, die sich bei den Verfassungsmüttern und Vätern überdacht haben, es doch sinnvoll wäre, nicht einfach zu sagen, man muss sie politisch bekämpfen, zu sagen, sondern im Rahmen dessen und im Kontext dessen haben wir auch die Aufgabe, unsere Verfassung ernst zu nehmen und dieses Ziel zu verfolgen. Und mir scheint das sehr schlüssig zu sein. Und das bedeutet dann im Übrigen auch, dass die AfD, und das kann man, denke ich, auch selbstbewusst vertreten, sagen müsste, wir haben gar kein Problem damit. Weil ja die AfD und die junge Alternative nicht etwa sagen, wir wollen die Diktatur, sondern überall rumlaufen und sagen, wir sind ja die letzten verliebenen Demokratinnen und Demokraten in diesem Land. Sie sagen nur Demokraten, sie sagen ja nicht Demokratin. Aber das ist ja Teil ihrer Strategie ist. Aber dann, wenn dem so ist, und sie, wie sie ja behaupten, das Grundgesetz anerkennen und auf dem Boden stehen und die letzten Demokraten sind, dann
dann bräuchten Sie auch keine Angst haben vor dem Verfahren. Das entgeht nicht auch den AfDlern. Ihr müsst doch die Ersten sein, die sagen, wunderbar, wir streben das Verfahren gegen uns selbst an, damit bewiesen wird, dass wir verfassungsgemäß sind. Das tun Sie nicht, weil Sie nämlich Schiss haben vor diesem Verfahren. Und auch deshalb versuchen AfD und JA zusammen alles, um die Einstufung gesichert rechtsextremistisch zu verhindern. Weil sie eben wissen, damit wird Material geliefert und es kann eng werden. Und tatsächlich, wenn wir verboten werden, geht es nicht so einfach, eine neue Organisation zu gründen. Und jetzt mein letzter Punkt. Sie fürchten nicht nur das Verbot, sondern wenn man es klug macht, muss man das ja auch offensiv vertreten. Also auch die Prüfung, den Weg dahin mit Öffentlichkeitsarbeit begleiten, begründen, erklären. Also nicht sagen, mach mal das Verfassungsgericht und dann schweigen wir, sondern offensiv dazu stehen. Und genau die Debatte, bei der auch AfD-Wählerinnen und Wähler und potenzielle Wählerinnen und Wähler konfrontiert werden mit dem wahren Gesicht, also dieses der AfD in den Spiegel vorhalten und all denjenigen, die sie wählen, das ist etwas, was nicht etwa die AfD und die JA begrüßen, sondern was sie fürchten. Damit haben sie selbst schon den Beweis getroffen, dass es nicht nur verfassungsmäßig richtig, sondern auch politisch, strategisch klug ist, ein solches Verfahren anzustreben.